Hallo und herzlich willkommen zurück im Zirkus. Und ich befürchte, wir müssen gleich die Minispiele machen, aber dann muss ich halt den Cut setzen. Ja, mal gucken, wie viel wir noch von unserem lieben Chester hören werden. Mal direkt reingehen. Leute, ich wurde schon wieder angeschrieben. Der Unbekannte hat sich nochmal gemeldet. Es ist etwas passiert. War denn Chester der Unbekannte, der uns in Episode 1 angeschrieben hat? Das könnte sein, oder? Wir wissen aber noch nicht genau, ob er das war. Wir sagen einfach mal direkt, wie es gewesen ist, ne? Stella, von wem? Haley? Von dem Clown? Ja, das hat er mir geschrieben. Einmal Screenshot. Mama, was ist das denn? Wie geil ist das denn? Hey, mein Kind, wie geht es dir denn? Naja, geht so. Warum? Was ist denn los? Du weißt, du kannst mir alles erzählen. Ich habe immer noch das gleiche Problem. Du machst immer noch ins Bett? Schatz, du musst damit wirklich mal zum Arzt gehen. Das ist nicht gut in deinem Alter. was zur Hölle? Stella, Marek, ich glaube, das war der falsche Chat. Alles hier zu viel Informationen. Haley, Affensmiley, Sandro, Leute, das kann jedem mal passieren. Wir verurteilen dich auch nicht dafür. Das nächste Mal einfach genau hinschauen, bevor du etwas abschickst. Der Screenshot ist nicht von mir. Das war der richtige Screenshot, aber jetzt steht da etwas völlig anderes. Leute, das habe ich nie geschrieben. Nimm mal das Zweite. Die glauben uns eh nicht. Stella? Wie soll das denn gehen? Haley? Und auch wenn das stimmen würde, was da steht, wäre es nicht schlimm. Jeder hat seine Probleme und darüber urteile ich nicht. Das ist eine schöne Einstellung. Sandro sehe ich auch so. Alessio? Hat dich jetzt jemand angeschrieben oder nicht? Ja, aber irgendwie kann ich den Screenshot nicht mit euch teilen. Ja, Laurens kann es auch bezeugen. Ja, sonst würde ich es doch nicht sagen. Das Erste. Laurens, Sebastian sagt die Wahrheit. Ich habe den Chat gelesen. Stimmt, wir haben ihn ja einen Screenshot schicken können, ne? Da hat das noch funktioniert. Ich glaube wirklich, dass wir es mit einem Geisterclown zu tun haben. Sandro? Fängt das schon wieder an? Es gibt für alles eine logische Erklärung. Und nochmal. Geister gibt es nicht. Glaubst du uns nicht? Mittlerweile glaube ich an Geister, kann ja sein. Trotzdem ist es komisch, dass sich das Screenshot einfach verändert hat. Genauso ist es. Laurens, wie von Geisterhand. Oder Hackerhand. Sandro? Schluss jetzt mit der Angstmacherei. Wir sollten uns lieber mal überlegen, wie wir meine Schwester und Magali befreien. Ich weiß, es passiert gerade viel Scheiße, aber das sollte jetzt unsere Priorität sein. Ich warte jetzt darauf, dass die Detektei an dieses Verhör kommt. Sebastian, könntest du nicht auch mal probieren, da ranzukommen? Ich versuche es, ich wüsste nicht wie. Ich glaube, da komme ich nicht dran. Ja, das wird der Hack sein, oder? Ich versuche es. Ach, wie befürchtet. Dankeschön. Melde dich, wenn du etwas hast. Oh, Stella, Sprachnachricht? Danke, dass du diese tiefen Einblicke mit uns teilst. Oh Gott, das ist ja sowas von peinlich. Wie peinlich einfach nur. Also, an deiner Stelle würde ich vor Scham im Erdboden verschwinden. Aber wisst ihr, was ich überhaupt nicht leiden kann? Das sind wirklich Leute. Also Menschen, die wirklich so reagieren auf gewisse Dinge. Also die einfach so, ne, so urteilend immer reagieren, ne? In dem Fall ist halt dieser Chat mit der Mutter wegen ins Bett machen so, ne? Aber meine Güte, ne? Meine Güte. Ist halt so, ist lustig kurz vielleicht, aber sonst ist ja auch gut dann, ne? So, jeder hat sein eigenes Pack, seine eigenen Päckchen zu tragen und ich finde, man sollte egal was
ist bei jedem oder bei jemandem irgendwie in der Welt los ist oder nicht los ist, sollte man niemals irgendwie groß urteilen, sondern immer irgendwie versuchen, Verständnis zu zeigen oder einfach zu akzeptieren, wie es ist und nicht irgendwie, ja, so krass zu urteilen einfach, ne? Ich habe diese Nachrichten nie geschrieben, der Screenshot wurde irgendwie verändert, sag mal, geht's noch? Wir sagen nochmal, wie es ist. Trotzdem cool, dass wir wieder eine Memo bekommen haben, natürlich. Würde ich an deiner Stelle auch sagen. Och, Stella, ich lache mich schlapp. Ist gut jetzt. Danke, das hat meinen Tag gerettet. Na, wenn sowas deinen Tag retten kann. Lust, mir noch ein Geheimnis von dir zu verraten? Nee, so langsam nicht mehr. Oder war das das Einzige? Stella, leck mich, was willst du jetzt von mir? Du bist auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, oder? Komm, tut mir leid, wir pumpen sie jetzt ein bisschen an. Reicht. Kann schon sein, aber dafür bin ich stubenrein. Das ist schön für dich. Schon mal probiert, eine Abdeckplane auch unterzulegen? Oder gibt es dann Aquaplaning im Bett? Okay, ja, okay, da muss ich jetzt selber lachen. Nennt man das dann Wasserbett? Und wird es einem nachts dann nicht pisswarm? Sag mal, jetzt reicht's aber hier. Stella, fuck you. Übst du gerade, wie du anderen auf den Sack gehen kannst? Wer so viel darüber redet, versucht seine eigenen Probleme zu vertuschen. Ja, das, da ist was dran. Wenn du meinst... Und jetzt schreibt uns Haley an. Oh Mann. Und das ist das, was ich meine. Haley ist da eher so verständnisvoller, ne? Tut mir leid, dass dir wieder keiner glaubt. Ich glaube dir aber. Das ist sehr schön. Willst du mir erzählen, was der Clown dir geschrieben hat? Zuerst hat mich ein Chester angeschrieben. Sagt dir der Name was? Erst wollte mich jemand warnen und dann hat sich das Profil geändert. Wir nennen mal den Namen. Der Name sagt mir nichts. Was hat Chester dir geschrieben? Er hat mir geschrieben, dass ich in Gefahr bin. In was für einer Gefahr? Das weiß ich nicht. Dazu ist er nicht mehr gekommen. Bevor er das schreiben konnte, wurde er von dem Clown unterbrochen. Ja. Das verstehe ich nicht ganz. Es hat sich plötzlich das Profilbild verändert. er hat die Clownsnase bekommen. WTF! Dann kamen verrückte Nachrichten vom Clown und am Ende ist er wieder aufgetaucht. Das kann doch nicht sein! Hat Laurens schon gecheckt, ob dein Handy gehackt wurde? Wenn nicht, sollte er das mal tun. Obwohl, der ist ja wieder auf seinem Geisterfilm. Nein, er hat mein Handy noch nicht gecheckt. Gute Idee, ich frage ihn gleich, ob er das machen kann. Bestimmt hat er das schon längst gemacht. Gute Idee. Ja, und ich... Jetzt müsste aber der Hack wirklich kommen gleich. Am besten fragst du ihn jetzt. Bevor wir noch mehr Zeit verlieren. Alles klar. Wenn was ist, ich bin für dich da. Oh. Hast du schon überprüft, ob sich jemand auf mein Handy gehackt hat? Kannst du rausfinden, ob wir es hier mit einem Hacker zu tun haben? Ich soll dich fragen, ob du mein Handy schon überprüft hast. Ich soll dich fragen, das klingt irgendwie komisch. Ich nehme das zweite. Hab ich schon probiert, aber kein Anzeichen. Entweder er ist ziemlich gut, oder es ist irgendetwas passiert. Irgendetwas anderes, sorry. Meine Theorie kennt ihr ja bereits. Es muss eine natürliche Erklärung geben. Ich glaube mittlerweile auch, dass es ein Geist ist. Was für eine Theorie. Ja, wir kennen ja seine Theorie, mit der Geistertheorie, ne? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich schließe das nicht aus. Aber aktuell glaube ich noch an eine natürliche Erklärung.
Das denken die anderen ja auch. Ich sehe das aber ein wenig anders. Ich glaube, hier geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Aber bis wir einen Beweis haben, sollten wir den anderen helfen und den Spuren nachgehen. Das wird das Sinnvollste sein. Wie sollen wir das machen? Irgendeine Idee? Das wird dann bestimmt kommen, wenn ich jetzt das hier nehme. Die Idee. Und zwar etwas zu hacken. Lass mich mal überlegen. Du solltest Kira mal nach dem Verhör suchen lassen. Vielleicht haben die das schon auf dem Server gespeichert. Vorausgesetzt, es hat überhaupt schon stattgefunden. Was hältst du von der Idee? Ich finde die Idee gut, eine andere haben wir ja bisher nicht. Nicht deine beste Idee, aber okay. Doch, finde ich gut. War auch gleich mein Gedanke, als dieses Verhör ins Gespräch gekommen ist. Dann lass uns keine Zeit verlieren, dann fragen wir Kira mal. Kira, suche nach dem Mitschnitt des Verhörs auf dem Polizeiserver. Kira, suche nach Anton Riedelberg auf dem Polizeiserver. Kira, suche nach dem Verhör von Anton Riedelberg. Wir sollen ja immer erwähnen, wo sie suchen sollen, ne? Deswegen nehme ich das erste. Vielleicht müssen wir es nochmal eingrenzen, aber... Nach was für einem Mitschnitt soll ich suchen? Bitte grenzen Sie die Suchparameter ein. Suche nach dem Verhör von Anton Riedelberg auf dem Polizeiserver. Ich habe eine Audiodatei gefunden. Die Datei ist verschlüsselt und kann von mir nicht geöffnet werden. Eine Datei wurde von John the Ripper erkannt. Ja, gut denn. Ich hoffe, es ist das kurze Minispiel. Ich glaube, die ersten sind ja immer weniger Level, ne? Ja, es sind nur 6 Level, also noch keine 9. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, der Hack ist erfolgreich abgeschlossen. Ich habe alle Level wieder selber gespielt, ne? Bei dem allerersten Durchgang spiele ich sie selbst. Natürlich mit Flat. Kira. Ich habe eine Datei von John the Ripper erhalten. Oh, 1 Minute 47. Wir hören mal rein. Herr Riedelberg, wissen Sie, warum Sie heute hier sind? Nein, keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen meiner bekloppten Ex. Wir haben mit Ihrer Ex-Freundin gesprochen, das stimmt. Es gibt aber weitaus mehr Indizien, die uns aktuell zu Ihnen führen. Was für Indizien? Die vermissten Fälle häufen sich in Bezug auf den Zirkus Slato. Von Herrn Slato haben wir jetzt einen Audiomitschnitt erhalten. In dem haben Sie gesagt, Sie werden dem Zirkus schaden. Was soll ich? Ich habe doch niemanden entführt. Sie meinen bestimmt den Streit, den ich mit Roman hatte. Wenn man sauer ist, sagt man halt Sachen, die man nicht so meint. Jemanden anzudrohen, ihn zu vernichten, macht man aber auch nicht einfach so. Ja, ich weiß, das hätte ich nicht sagen dürfen. Das hat mir später auch echt leid getan. Herr Riedelberg, wo waren Sie die letzten 2 Wochen? Und warum haben wir Sie nicht unter der Adresse gefunden, unter der Sie gemeldet sind? Ich war die letzten 3 Wochen mit Katharina in Ägypten. Wir sind gerade erst zusammengezogen und ich habe mich halt noch nicht umgemeldet. Das wollte ich machen, wenn wir jetzt wieder zu Hause sind. Sie waren also die letzten 3 Wochen nicht hier und die als vermisst geltende Frau hat Sie begleitet. Das kann Frau Nowak auch so bezeugen? Ja, fragen Sie sie doch. Und warum galt sie überhaupt als vermisst? Herr Slato hat sie als vermisst gemeldet, da sie nicht mehr zu ihrer Arbeit erschienen ist. Außerdem hatten Sie auch schon in der Vergangenheit eine Anzeige wegen Freiheitsberaubung Ihrer Ex-Freundin. Sie wollte doch kündigen. Deshalb war sie nicht mehr dort. Roman geht mit allen Mitarbeitern scheiße um. Das mit meiner Ex habe ich doch damals schon geklärt. Diese Frau hat Wahnvorstellungen. Sie ist deshalb auch in psychologischer Behandlung. Fragen Sie Dr. Wolf, der wird Ihnen das bestätigen. Wir werden das prüfen. Solange bleiben Sie in Untersuchungshaft. Dr. Wolf, aha. Oh, wie. Ich musste gerade wieder lachen. Ich finde das so geil, weil es ja dann so laut geworden ist auf einmal, ne? Ich finde aber, der Anton, der wirkt recht, ja, glaubwürdig, ne? Finde ich eigentlich.
So, wir können das Ganze wahrscheinlich hier reinschicken. Ich konnte an das Verhör gelangen. Leute, ich hab da was. Das verändert alles. Ja, wir konnten daran kommen. Aber auch sehr cool. Fast 2 Minuten lang. Stella, wie? Echt? Hört selbst. Einmal rein da. Was bedeutet das jetzt? Marek? Dass dieser Typ scheinbar doch nicht der Täter sein kann. Und wenn er lügt? Das werden die schon überprüfen. Aber was machen wir denn jetzt? Wir sollten uns auf den Direktor konzentrieren. Vielleicht hatte Anton einen Komplizen. Was ist, wenn es wirklich etwas Übernatürliches gewesen ist? Vielleicht ist es auch der Direktor, ne? Das wäre dann die andere Person, die wir ins Auge gefasst haben. Übernatürlich will ich noch nicht. Also wäre auf jeden Fall sehr cool, finde ich richtig nice, aber jetzt hier inhaltlich will ich da noch nicht drauf eingehen so viel. Sandro, denke ich auch. Wir sollten ihn nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Ich weiß, es fühlt sich wie ein Rückschlag an. Aber hier geht es um meine Schwester und unsere Freundin. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Marek? Bin auch dafür, dass wir zuerst den Direktor beschatten sollten. Wahrscheinlich hat er das Feuer sogar selbst gelegt. Warum sollte er das tun? Das wäre tatsächlich möglich, um sich ein leichtes Opfer wie Julina aus der Menge zu suchen. Ja, könnte sein, oder? Solche kranken Menschen gibt es. Zum Beispiel, Stella, aber warum dann Magali? Was hat sie damit zu tun? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er versucht, es diesem Anton in die Schuhe zu schieben. Es klingt stark, also es geht wirklich stark in diese Richtung, finde ich auch. Aber was bringt ihm das? Naja, dass er aus dem Schneider ist, ne? Dass er aus der Schussbahn ist. Macht für mich keinen Sinn, klingt irgendwie sinnvoll. Ja, finde ich schon. Definitiv, er schafft ihn damit aus dem Weg. Oder er will einfach nur eine Entführung vertuschen und hat mit Anton einen Schuldigen gefunden. Sandro, aber wieso Julina? Sandro, warum werden auf der Welt tagtäglich Menschen entführt? Weil die Menschheit krank ist. Marek gefällt mir auch sehr gut bisher in der Episode. Er hat ja auch behauptet, dass Katharina entführt wurde und die war einfach nur mit Anton im Urlaub. Und hat sich nicht gemeldet bei der Arbeit, weil sie sowieso kündigen wollte und dachte, es ist mir alles scheißegal, der Direktor ist eh ein Arschloch. Stimmt, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, ist mir auch aufgefallen, als ich es gehört habe. Also hat er alles inszeniert. Ist mir auch aufgefallen, ja. Haben wir ja auch gehört, ne? Stella, ein geschocktes Emoji. Alle Indizien führen zum Zirkus. Er muss was damit zu tun haben. Laurenz? Seht ihr denn nicht das Offensichtliche? Haley, was meinst du? Sandro? Ich hoffe, dass jetzt nicht schon wieder das Gleiche kommt. Die Geister? Laurenz? Mach die Augen auf! Oh, ein kleiner Argus-Hinweis? Wir werden von etwas heimgesucht. Und das Etwas ist dieser Geisterclown. Fängt das schon wieder an? Kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Bullshit, der Direktor war's. Ich will noch nicht sagen, dass ich es mir vorstellen kann. Ach Mensch. Vielleicht ab Episode 3. Komm, sag mal, fängt das schon wieder an. Marek? Aber ehrlich. Laurenz, der Clown taucht immer wieder auf. Reicht dir das nicht? Sandro?
Aber mir reicht es jetzt. Ich hatte es dir vorhin schon einmal gesagt und schon wieder kommt die Sache mit dem Geist. Du regst dich nur auf, weil du es nicht verstehst. Ich erkläre es euch. Jetzt bin ich gespannt. Ja, bitte, ich will es auch verstehen. Dann mal los. Dann mal los. Ich habe mich nochmal genau in dieses Forum reingelesen. Und das Gleiche, was uns gerade passiert, ist schon mal Leuten in Amerika passiert. Damals war es ein Killer, der in einem Clownskostüm Menschen entführt und sie dann ermordet hat. Haley, und du denkst, der gleiche ist jetzt hier bei uns? Stella? Wurde der nicht geschnappt? Lawrence? Doch, und sogar hingerichtet. Dann können wir ihn wohl ausschließen. Und warum machst du dir dann immer noch darüber Gedanken? Und jetzt kommt er als Geist zurück? Das frage ich mal. Alessio? Wohl eher ein Nachahmungstäter. Nein. Die im Forum schreiben, dass sein Geist wieder da ist, um sein Werk zu vollenden. Haley, das macht mir Angst. Sandro, so ein Schwachsinn. Du brauchst keine Angst haben. Außerdem hat Vicky den Penner verletzt und das war bestimmt kein Geisterblut. Da muss ich Sandro recht geben und was machen wir jetzt? Hab noch nie einen Geist gesehen, also keine Ahnung, ob die bluten. Da ist auch was dran. Man weiß es in dem Fall ja dann nicht, ne? Ich frage einfach mal, was wir jetzt machen. Alessio? Lasst uns den Direktor auf den Zahn fühlen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Sandro? Ganz ruhig, Brauner. Wir sollten nochmal ganz von vorne anfangen. Bitte überprüft alle nochmal die Mail und dann sprechen wir nochmal. Wird gemacht, hab ich doch schon mal gemacht. Kein Problem, wird gemacht. Alessio? Easy. Sollen wir da jetzt wirklich nochmal raufgehen? Scheint so, oder? Na denn? Oh! Oh! Ups! Ich habe gerade auf zurück gedrückt. Magali, hey! Ich weiß, du checkst bestimmt auch gerade deine Mail. Aber hättest du einen kleinen Moment für mich? Kennt ihr das? Das ist so ein Klassiker irgendwie, ne? So wie eben gerade, ich wollte auf diesen Zurückpfeil klicken und genau in dem Moment kommt so eine Push-Benachrichtigung und statt auf diesen Zurückpfeil klickt man genau in dieser Sekunde auf diese Push-Benachrichtigung. Das passiert mir so oft, da denke ich mir dann immer so, sag mal, es gibt so viele Sekunden am Tag, wo so eine Benachrichtigung kommen kann und genau in dem Moment, wo ich da oben drauf tippe, kommt die. Na klar haben wir das. Ja klar, was ist los? Gerade schwierig, aber ich melde mich, nachdem ich die Mail angeschaut habe, für dich immer. Für dich immer. Danke. Oh, schön, dass sie sich meldet. Ich habe gerade in der Gruppe mitgelesen. Und das macht mir wirklich Sorgen. Keiner hat eine Idee, wo ich bin. Dieser Anton, der unsere heißeste Spur war, war es scheinbar nicht. Sebastian, ich komme hier wahrscheinlich nie wieder raus. So darfst du nicht denken, Magali. Oh Mann, wenn ich dir doch nur helfen könnte. Bleib stark, wir werden dich retten. Das verspreche ich dir. Genau. Danke. Aber wie? Hier gibt es nichts zu essen und langsam habe ich echt Hunger. Zum Glück gibt es hier ein Waschbecken, an dem ich etwas trinken kann. Und gleichzeitig ist es meine Toilette für das kleine Geschäft. Oh. Oh. Nicht schön.
Ich weiß, echt eklig, aber was soll ich machen? Da kannst du nichts anderes machen. Ich würde es genauso machen. Ich würde lieber in eine Ecke pinkeln. Ich glaube, ich würde anhalten. Ja, ich würde es genauso machen. Ich will dir da jetzt nicht irgendwie reingrätschen. War die beste Lösung. Ich konnte es auch irgendwann nicht mehr zurückhalten. Und hier gibt es noch nicht einmal Tücher. Männer können ja ganz einfach abschütteln, aber schüttel mal als Frau. Ich lasse das mal so stehen. Jetzt habe ich Bilder im Kopf. Magali, am Abschütteln? Oh Mann, da hast du recht. Da kannst du lange schütteln. Da hast du recht. Oh Gott. Ja, aber was soll man machen? Themawechsel. Ich habe vorhin noch einmal mit meiner Mom geschrieben. Sie war natürlich auch auf der Polizeiwache und hat mit denen gesprochen. Die Polizisten haben den ganzen Zirkusplatz auf den Kopf gestellt, aber konnten nichts finden. Sie meinte, die probieren alles, was in ihrer Macht steht, mich und Julina zu finden. Und warum haben die so lange gebraucht, bis die dort waren? Haben die denn schon einen Anhaltspunkt? Also werdet ihr wohl irgendwo anders festgehalten? Wir fragen mal, ob sie einen Anhaltspunkt haben. Wenn, dann wüsste ich es nicht. Ich finde das schon komisch. Warum riecht es hier dann so nach Popcorn? Gute Frage. Das muss doch irgendeinen Zusammenhang haben. Ich check's nicht. Vielleicht übersehen wir auch etwas. Ich check es auch nicht. Ich denke auch, dass es da einen Zusammenhang geben muss. Ja, irgendwie gibt es da einen Zusammenhang, aber vielleicht übersehen wir auch was. Aber was? Ihr wart beim Kino und beim Zirkus und die Nummer mit dem Zoo war ja eh direkt raus. Ich weiß es nicht. Naja, haben wir denn beim Zoo überhaupt geguckt gehabt? Weiß ich gar nicht, ne? Man sollte es nicht komplett ausschließen von vornherein. Das Einzige, was ich weiß, ich will hier raus. Ich weiß, wir werden jetzt zuerst den Direktor beschatten. Wir holen euch da raus. Vielleicht führt uns der Direktor zu euch. Du wirst dort rauskommen und wenn es das Letzte ist, was ich tue, oh. Genau. Danke. Und auch danke, dass du für mich da bist. Selbstverständlich. Das bedeutet mir viel. Alessio, es ist auch... Ach cool, auch ein Einzelchat. Jo. Planänderung. Hast du dir deine Mail schon angeschaut? Ja, aber bin nicht schlauer als vorher. Ja, und ich fand die irgendwie komisch. Ja, hab ich gemacht. Nein, noch nicht. Okay, komm, da gucken wir mal schnell rein. Vielleicht passiert da jetzt noch was. Die haben wir ja ganz am Anfang von Episode 1 schon gesehen. Wir können ja nochmal schauen. VIP-Freiticket, Vorstellung heute 19.30 Uhr. Unten rechts steht CH. Was bedeutet CH? Zirkus Hylato? Gewonnen, Eintrittskarte für die heutige Vorstellung im Zirkus Zlato. Lieber Sebastian, herzlichen Glückwunsch. Sie sind der Gewinner unserer Zufallsverlosung und haben eine goldene Eintrittskarte für den Zirkus gewonnen. Warum eigentlich eine goldene? Bitte beachten Sie, dass das Ticket nur für den heutigen Tag gültig ist. Wir laden Sie herzlich ein, die zauberhafte Welt des Zirkus mit all ihren faszinierenden Darbietungen und magischen Momenten zu erleben. Die Vorstellung beginnt heute um 19.30 Uhr. Bitte seien Sie rechtzeitig vor Ort, um Ihren Sitzplatz einzunehmen und das Spektakel in vollen Zügen zu genießen. Um Ihr Ticket einzulösen, zeigen Sie bitte diese E-Mail am Eingang des Zirkus
Vorführungsgeländes vor. Sie erhalten dann ihre gedruckte goldene Eintrittskarte für die heutige Vorstellung. Wir wünschen Ihnen einen unvergesslichen und unterhaltsamen Abend im Zirkus. Für eventuelle Rückfragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Team vom Zirkus Slato. Das CH finde ich komisch. Ja, aber ich bin nicht schlauer als vorher, ja, und fand die irgendwie, und ich fand die irgendwie komisch, ja, habe ich gemacht, nein, noch nicht. Komisch finde ich es auf jeden Fall, ja. Echt? Vielleicht meinen wir ja das Gleiche. Unsere Mails kamen alle von derselben Mailadresse. Kannst du mal schauen, von welcher Adresse deine Mail kam? Gucken wir nochmal. Finde ich schön, wieder diese kleine interaktiven Sachen, die ich angesprochen habe, ne? Jetzt müssen wir halt gucken. Zack. Oh, hier müssen wir auch drauf drücken. Ach, guck mal. IT-Service-Hinze@gmx.net. Guck mal, vielleicht hat dieses CH, vielleicht heißt das Hinze. Das ist interessant. Und finde ich cool, dass wir das so machen müssen. Dass wir einfach selber ein bisschen was hier machen müssen. Also auch über das Antworten hinaus, ne? Die Mail kam von IT-Service-Hinze@gmx.net. Bingo. Und dreimal darfst du raten, wer Hinze mit Nachnamen heißt. Sandro, Marek, Laurenz? Wen finde ich bisher am verdächtigsten? Sandro weiß ich nicht, wegen seiner Schwester. Das wäre krass irgendwie, wenn er seine eigene Schwester entführt. Marek, ich finde Marek eigentlich ganz cool. Laurenz finde ich manchmal ein bisschen strange. Ich frage mal nach Laurenz. Du solltest zu Wer wird Millionär gehen? Ach krass, heißt er wirklich Hinze? Haben wir das schon mal irgendwo gelesen, dass er so heißt? Vergiss mich nicht, wenn du den Jackpot geknackt hast. Und wir wissen alle, dass er nebenbei einen IT-Service hat. Vielleicht wurde der auch gehackt. Keiner hat sich Gedanken über die Mailadresse gemacht. Über seine Firmenmail habe ich bisher auch noch nie mit ihm geschrieben. Interessant auf jeden Fall, aber deshalb ist er die ganze Zeit so merkwürdig. Sobald wir keinen richtigen Verdächtigen mehr haben, schiebt er es auf einen Geisterclown, um von sich abzulenken. Aber er ist doch euer Freund. Warum sollte er uns die Mail schicken? Okay, jetzt wird mir einiges klar. Aber warum sollte er das tun, ist die große Frage. Das müssen wir rausfinden. Ist er dir nicht irgendwie komisch vorgekommen? Genau wie unsere Kennenlernstory. Er war halt irgendwann dabei. Ist aber erst ein bisschen mehr als ein Jahr her. Konnte den nie so wirklich leiden. Also ich glaube nicht, dass es Laurenz ist, ne? Laurenz ist halt ein bisschen nerdig, aber im Kern ist er, glaube ich, echt ein cooler Typ. Es ist echt schwer, da gerade noch auf den Täter zu tippen, ne, finde ich. Echt eine schwierige Nummer. Das ist jetzt so ein bisschen wieder dieses Typische, was wir in vielen Spielen haben, dieses Lenken auf jemanden. Und am Ende ist es wer ganz anderes. Vielleicht wurde die Adresse einfach gehackt. Und ich würde die Geschichte mit dem Geist auch gar nicht ausklammern, tatsächlich. Ich nehme hier nur bewusst immer... Aktuell halte ich mich da noch ein bisschen zurück, weil wir erst in Episode 2 von wahrscheinlich 6 Episoden sind. Vielleicht werde ich ab Episode 3 ein bisschen mehr auf den Geist eingehen oder wahrscheinlich wird uns der rote Faden der Story automatisch dahin führen, wenn es wirklich um den Geist geht. Persönlich fände ich das cool, wenn wir so einen Geisterclown hätten, ne? Andersrum fände ich es aber auch cool, wenn wir einfach einen normalen Mörder hätten und einfach eine normale Krimi-Story. Aber das passt nicht so richtig zu Horrorclowns, deswegen finde ich Geist in der... Hinsicht eigentlich ganz nice. Also denkst du, er hat etwas mit der Entführung zu tun? Komisch heißt aber nicht gleich Entführer.
Ich finde ihn die ganze Zeit schon komisch. Ja, komisch heißt nicht gleich Entführer, ne? Und vielleicht, wer weiß, wer der Alessio komisch findet, ne? Das sind immer Ansichten, persönliche. Da gebe ich dir recht, aber Entführer heißt gleich komisch. Also ist das irgendwie das Gleiche, Frag ihn mal, von welcher Adresse seine Mail kam. Dann finden wir raus, ob er lügt oder nicht. Würdest du das tun? Das ist eine gute Idee. Ja, klar, mache ich. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Warum machst du das nicht? Klar, machen wir. Alles, was wir selbst machen können, nehmen wir natürlich mit. Super. Ich habe nämlich das Gefühl, dass er dir vertraut. Ja, aus bestimmten Gründen tut er das. Und mich kann er eh nicht leiden. Beruht auf Gegenseitigkeit. Mach es aber so unauffällig wie möglich. Er darf nicht wissen, was wir uns dabei gedacht haben. Also solchen Anlügen, klar, ich bin ja nicht blöd, kein Problem, mache ich. Ja. Sehr gut. In der Zwischenzeit versuchen wir rauszufinden, was er mit dem Zirkus zu tun hat. Ich schreibe Sandro direkt und dann lesen wir uns gleich wieder. Denk dran, er darf nichts mitbekommen. Und ich finde, in diesem Punkt macht sich Alessio gerade ein bisschen verdächtig, weil er damit natürlich, wenn er es wäre, von sich ablenkt und vielleicht von vornherein so ein bisschen auf Laurenz lenken wollte. Und das würde auch zu die Statur passt auch, ne? Also wir sehen die Statur nicht so richtig. Naja doch, er ist auf jeden Fall, ich glaube, er ist ein bisschen größer. Könnte schon auch ein bisschen kräftiger sein, ne?